Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir wollen heute in diesem Beitrag wieder mal einfach, wie wir das jede Woche machen, durch das aktuelle Aufgabenblatt durchgehen. Wir sind jetzt im siebten Block angelangt, jetzt also die Aufgaben zum Separationsverfahren. Und ja, so ist das Ganze auch aufgebaut. Die ersten drei Aufgaben sind verhältnismäßig ähnlich und ich würde auch behaupten, dass es zu diesen Aufgaben wahrscheinlich bei den wenigsten von Ihnen Probleme gibt. Wenn doch, dann hilft hier wahrscheinlich wirklich einfach nochmal in die Vorlesung reinzuschauen. Da ist das eigentlich erklärt. Die Aufgaben dienen ein bisschen dazu, das Weitere auch vorzubereiten im Sinne einer Wiederholung, dass Sie das also einfach nochmal selber nachvollziehen, was in der Vorlesung auch dargestellt wurde. Konkret haben wir in der Aufgabe 7.1 eben eine Laplace-Gleichung gegeben in sphärischen Kugelkoordinaten und die soll jetzt eben in drei gewöhnliche Differentialgleichungen für R, Theta und Phi überführt werden. Also hier soll der Produktansatz ausprobiert werden und Sie schauen dann, auf welche Gleichungen das führt. Zu beachten ist natürlich, ja, Sie werden natürlich hier dann den richtigen Laplace-Operator in diesen Koordinaten einsetzen müssen. Aufgabe 7.2. Was verändert sich hier? Die Aufgabenstellung ist zunächst mal ungefähr die gleiche, aber was sich verändert, ist die Differentialgleichung selber. Hier taucht eben noch ein weiterer Term auf, k² mal Psi, und wir haben ein anderes Koordinatensystem. Offensichtlich arbeiten wir hier in kartesischen Koordinaten. Und bei der Aufgabe 7.3. Ähnliches Problem wie in 7.2. Das Einzige, was sich hier verändert, ist, dass wir jetzt eben in Zylinderkoordinaten Rho, Phi und Z arbeiten. Ansonsten die gleiche Aufgabenstellung wie in der 7.2. Das ist, wie gesagt, einfach, um es nochmal zu wiederholen, dass Sie es einmal auch selber hingeschrieben haben und als Vorbereitung dann für die zwei Aufgaben, die jetzt noch folgen, die auch nicht wirklich so schwierig sind, aber schon, naja, Sie machen das ja vielleicht das erste Mal und dann ist eben, dann sind auch die etwas eigentlich einfachen Aufgabenstellungen dann eben schon herausfordernd, wenn man sich erstmal durchbeißen muss. Also schauen wir uns das mal an. Aufgabe 7.4. Hier haben wir eine Geometrie gegeben, die in Z-Richtung unendlich ausgedehnt ist. Das ist schon ein wichtiger Hinweis. Und die Geometrie besteht eben aus einem solchen rechteckigen Rohr, das metallisch sein soll. Sie dürfen das als beliebig leitfähig annehmen. Und das eben in der einen Richtung eine Ausdehnung von 0 bis C hat und in der anderen Richtung eben von 0 bis D. Der Raum, der Innenraum hier ist jetzt aber nicht ladungsfrei, sondern hier gibt es eine Linienladungsdichte entlang der Z-Richtung, also entlang der Richtung, wo die Außenanordnung translationsinvariant ist. Da bringen wir jetzt also eine Linienladung rein, die in dieser Richtung auch translationsinvariant ist, sodass also die Gesamtanordnung translationsinvariant in Z-Richtung ist. Und ja, damit ist auch schon klar, und das können Sie sich ja nochmal überlegen und vielleicht auch nochmal hinschreiben, dass das in Wirklichkeit kein dreidimensionales, sondern eben ein zweidimensionales Problem ist. Und statt dieser ausgedehnten Linienladung haben Sie dann eben eine Flächenladung. Auch diese Flächenladung können Sie sich ruhig formal nochmal hinschreiben, wie die aussieht. Also Flächenladung in dieser Fläche hier. Wie sieht die aus? Ja, und ausgerechnet werden soll eben das elektrische Potenzial. Und naja, wenn wir im Block 7 sind,
soll das Ganze sicherlich mithilfe des Separationsansatzes gemacht werden. Passen Sie dabei auf, dass Sie, naja, ist ein blöder Satz, passen Sie auf, dass Sie alles richtig machen. Kämpfen Sie sich einfach, ich sag's mal so, kämpfen Sie sich einfach durch. Also setzen Sie an, wie Sie das aus der Vorlesung schon kennen, und überlegen Sie, wo Sie eventuell das Gebiet nochmal separieren müssen. Wir haben ja ganz ähnliche Aufgabenstellungen, die sich aber dann auf ein eindimensionales Problem reduziert haben, schon gehabt, wo sie auch das Gebiet separieren mussten, wo es etwas innerhalb und außerhalb gab und man dann am Übergangsbereich die Stetigkeitsbedingungen ausgenutzt hat, um zusätzliche Konstanten zu bestimmen. So ist das hier im Prinzip auch wieder. Und ich sage schon mal, das, was natürlich naheliegend ist, ist, dass man entweder hier aufteilt, oder dass man hier aufteilt. Und beides können Sie machen. Beides führt auch zum richtigen Ergebnis. Wäre ja auch komisch, wenn das nicht so ist. Aber überlegen Sie sich mal, basierend auf dem Ansatz, den Sie machen, welche Aufteilung hier denn die günstigere ist. Da kommen Sie spätestens drauf, wenn Sie beide Wege probieren. Dann sehen Sie, was günstiger ist. Später, wenn man sowas häufig genug gemacht hat, weiß man das eigentlich vorher schon. Das liegt aber einfach nur daran, dass man es häufig genug falsch gemacht hat. Also schauen Sie sich das an und achten Sie darauf, wie können Sie eine solche Aufgabe dann eben auch effektiv lösen. Ich habe schon gesagt, auch ein anderer Ansatz führt zur Lösung, aber es geht ja letztendlich spätestens dann auch in der Prüfung darum, dass Sie Aufgaben auch effektiv lösen können. Gut, zu den Randbedingungen habe ich jetzt noch nichts gesagt, aber das ist, glaube ich, Ihnen inzwischen schon relativ klar, dass Sie natürlich das, was über das Potenzial am Rand vorgegeben ist, auch ausnutzen können, um die Konstanten zu bestimmen. Wenn wir uns die Aufgabe 7.5 anschauen, die nächste Aufgabe, die sieht auf den ersten Blick mal sehr ähnlich aus und sie ist auch relativ ähnlich. Also wieder haben wir eine Geometrie, die in Z-Richtung invariant ist, also unendlich ausgedehnt ist. Wieder ist das eine metallische Brandung hier. Und wieder haben wir an dieser Stelle hier eine in Z-Richtung verlaufende Linienladungsdichte, sodass also wieder die Gesamtanordnung translationsinvariant in Z-Richtung ist, sodass es Sie jetzt dann spätestens nach der Aufgabe 7.4 nicht mehr wundert, dass das in Wirklichkeit ein zweidimensionales Problem ist, mit einer Flächenladung in diesem Gebiet, die natürlich letztendlich auf diese Linienladung hier zurückgeht. Also auch das können Sie wieder hinschreiben. Haben Sie ja in 7.4 auch schon geübt, wie das geht. Und ja, wenn man die beiden Aufgaben vergleicht, dann ist klar, das Einzige, was sich ändert, ist eigentlich, dass ich eben hier oben jetzt keine Begrenzung mehr habe, sondern das Gebiet ist halt in diese Richtung unbegrenzt. Es gibt also hier nur eine Randbedingung im Unendlichen. Und das bedeutet, der Lösungsweg ist ganz ähnlich, weil eben die Geometrie gar nicht grundsätzlich unterschiedlich ist. Aber die Tatsache, dass hier oben keine Randbedingung ist, hier an dieser Seite, die führt natürlich dazu, dass die Lösungen anders aussehen. Und genau das sollen Sie sich hier erarbeiten. Und auch hier bitte wieder überlegen, wenn Sie dann um die Stetigkeitsbedingungen zwischen unterteilten Gebieten zu benutzen, wieder überlegen, ob Sie denn hier teilen oder ob Sie das Gebiet hier teilen. Und das sind im Prinzip auch schon, oder das sind die Aufgaben für diese Woche. Ich glaube, es ist
Vom Umfang her gar nicht so viel. Und wie gesagt, gerade die 7.4 und 7.5, die könnten für diejenigen, die das noch nicht geübt haben, und das sind wahrscheinlich die meisten unter Ihnen, am Anfang ein bisschen herausfordernd sein, aber bleiben Sie einfach dran, kämpfen Sie sich durch. Wenn Sie es selber machen, dann wird Ihnen auch am meisten klar. Gut, das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben. Bis zum nächsten Mal.